Was das? Ja, sicher! So, willkommen meine lieben Leute und Freunde natürlich auch und diejenigen, die sich vielleicht das Video neu angucken, zum dritten Part von Too Dark. Wir haben bereits zwei Kinder, haben wir uns hier rausgepickt und rausgeholt aus dem Vergnügungspark und jetzt machen wir uns auf den Weg wieder in die Geisterbahn und schauen, dass wir das letzte Kind da auch noch rausholen, weil wir hatten ja vorhin nochmal so eine Kiste gefunden. Oh, ist das dunkel. Ah, die Taschenlampe. Nein. Ah, wir haben noch Batterien. Sehr schön. Okay. Wir hatten ja bereits schon mal so eine Kiste gefunden. Oh. Sieht der mich? Ja, aber der kommt jetzt hierher, gell? Scheiße. Geh wieder zurück. Komm ich da durch? Nee. Ja. Wer bist du? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Ja, ist gut. Okay, ich verschwinde. Mach dir keine Sorgen. Ja, ganz ruhig. Ich weiß, du hast Bauchschmerzen. Was habe ich denn noch? Eine Fachzeitschrift habe ich gefunden. Sag mal her. Sonderausgabe. Spaß mit Strom. 100 Möglichkeiten, Elektrizität zu machen. Ja, okay, easy. Wo ist denn der? Ja, wir müssen ja einfach hier oben durch, ne? Genau. Also. Oh, vor dem müssen wir einfach aufpassen. Wo war denn nochmal die letzte? Hier? Ja. Was habe ich gefunden? Oh, Patronen. Geil. Und hier? Nichts. Ein Bonbon. Fuck. Taschenlampe ausmachen. Sehr gut. Okay. Was heißt eigentlich das hier oben? Ah, dann kann man es nur ausklappen. Okay. Wir haben nicht mehr viel Batterien übrig. Allerdings, der hat mich gehört, scheiße. Kann ich auch irgendwo irgendwie gucken? Pass auf, hier hinten war ein Loch, das weiß ich noch. Wie viele? Nee, kann ich nicht. Hilfe. Ja, nee, auch nicht. Wie viele Kinder hier denn gefangen sind? Weil es steht ja immer nur so, du musst noch ein Kind finden, dies, das und so. War hier hinten noch eins ganz rechts dort? Da muss ich hin. Aber da brauche ich einen Schlüssel für. Und wo kriegen wir den her? Ich weiß es nicht. Ich würde die ja gerne abknallen. Ach, weißt du was? Ich habe ja Spezialpatronen gekriegt. Ich erledige die. Ich probiere es nochmal. Warte schnell. Ich speichere vorher ab. Und dann probiere ich die mal abzuknallen. So, okay, jetzt. Auf gutes Gelingen. Den habe ich. Nein, keine Munition mehr. Okay, jetzt müssen wir mit den Fäusten kämpfen. Halt mit der Presche. Komm schon. Nein! Ah, verdammt! Die beiden würde ich gerne irgendwie erledigen. Das muss doch irgendwie gehen. Daneben geschossen. Toll. Komm schon! Ah, jetzt hat er mich da reingeschubst. Ah, irgendwie geht das doch. Thank you.
Oh, hab's geschafft. Yes. Sehr schön. Gucken wir mal, eine Taschenlampe nochmal gefunden. Was habe ich denn noch? Ein Messer? Ein Wurfmesser? Boah, ganz cool. Jetzt kann der da einfach... Ah, nee. Ja, nee, passt schon. Okay. Okay, okay, okay. Du hast den Schlüssel für diese Tür nicht. Und hier, für diese Tür, wird mit dem hier geöffnet. Und sie ist zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert. Komme ich mit der Brechstange da rein? Jo. Vorhängeschloss habe ich runter. Aber wir brauchen jetzt noch den Schlüssel für... Oh, was haben wir denn hier? Karim hat eine Nachricht hinterlassen. Ich habe den Schlüssel versteckt, ihr Idioten. Ja, super. Das heißt, wir müssen jetzt den Schlüssel finden. Ganz toll. Hier vielleicht? Da macht man ja mega Krach. Da waren wir schon. Können wir mal die Taschenlampe aufladen? Wo könnte der den Schlüssel versteckt haben? Hier in dem Mülleimer auch nicht. Was haben wir denn hier? Ein paar Bilder oder so. Vielleicht hier drinnen? Oh. Ah ja, das war nur so ein Skelett gewesen. Also diese Särge kann man also anscheinend auch aufmachen. Vor diesen Löchern muss ich aufpassen. Hä? Oh nein! Oh, scheiße. Ja. Ja, hab's verstanden. Ah, verdammt. Den habe ich. Keine Munition mehr. Brecheisen. Komm. Oh, wie viel Leben hat denn der? Komm, komm, komm. Schlag doch! Oh, du Bastard! Verdammt! Vorhin habe ich es ja auch geschafft. Eins. Zwei. Drei. Yes, geschafft! So, Taschenlampe. Messer. Speichern wir kurz. Erstmal eine rauchen. So, sehr schön. Smoke weed every day. Du. Okay, Spiel gespeichert. Also das Vorhängeschloss kriegen wir ganz leicht... Oh, ich bin immer noch verwundet. Hiermit auf. Hier kommen wir nicht rein. Auf dem Schild stand, dass der... Ja genau, der Schlüssel ist versteckt. Die haben den Schlüssel nicht gehabt. Hier haben wir noch ein paar Batterien gefunden. So, die Kiste haben wir auch aufgemacht. Hier war nur dieses Skelett. Ich glaube, dass der Schlüssel eher ein bisschen außerhalb ist. Zeig mal. Nee. Ich dachte, der Boden bricht dann ein. Ja, wir müssen wahrscheinlich zu dem Typen da raus, da unten hingehen. Oh, boah, jetzt bin ich fast da durchgegangen. Und wir müssen hier irgendwo den Schlüssel finden. Vielleicht ist er in irgendeiner von diesen... Ich hoffe, dass wir nicht hier sterben können. Oh, hä? Schlüssel gefunden. Sauber. Wie heile ich eigentlich meine Verletzungen? Ich meine, ich bin ja hier verwundet, voll am Bluten und so. Kerze, Anhänger, Messer, Patronen, Fachzeitschrift, Eintrittskarte. Ja. Okay, egal, wir haben es ja hier. Ah, Schlüssel in die Hand nehmen. Sehr schön. Mit dem Hebel. Ja. Kriegen wir die Tür auf. Oh.
So. Was haben wir hier gefunden noch? Eine Liste von Personen. Interessante Liste. Einige der Namen klingen vertraut. Warte. Ah, nee, das Buch habe ich ja eh mitgenommen. Was zum Geier war das? Was? Dann gibt es kein Zurück mehr. Vorwärts, immer vorwärts. Oh, da ist der Clown. Ich nehme das Wurfmesser. Was sehe ich denn da? Ein unerwarteter Besucher. Bist du hier, um... Was? Um die Darbietung des großen Antonio zu sehen, mein Freund? Muss ich jetzt zugucken? Bringt er die jetzt um? Ah ja, der peitscht die einfach aus. Ja, ich komme da nicht rein. Was habe ich hier? Ein Bonbon. Oder mit dem Schlüssel? Nee, der Schlüssel ist weg. Ah ja, der peitscht die aus und die müssen durch den Feuerring springen. Muss ich wieder zurück? Nee, auch nicht. Was muss ich denn machen? Die drei sind gut erzogene kleine Welpen. Hihi, was wird Doke, das wird Doke gefallen. Ja, mach doch auf. Und jetzt? Der macht einfach weiter, oder? Hä? Was muss ich denn machen? Die Tür wird mit einem Hebel geöffnet. Ja, logisch. Hier komme ich nicht durch. Hier auch nicht. Hä? Ja, der peitscht die einfach aus, aber ich komme ja nicht durch. Eintrittskarte. Schaut her, Leute, die Kinder hier tun, was ich will. Ich kenne ein paar Eltern, die sich schon eine Scheibe abschneiden können. Ach so. Alter Anhänger? Ja, wie komme ich denn da rein? Ich komme ja auch nicht mehr raus. Nicht schlecht, Kinder. Ah, in 5 Minuten probieren wir das nochmal. Solange brauche ich, um mich um euren kleinen Schnüffler zu kümmern. Oh, jetzt müssen wir gegen den kämpfen oder so. Mach mir auf, du Bastard. Komm schon. Und jetzt wird unser Überraschungsgast... was ist das? Ja, sicher! Ein Löwe. Du bist tot. Ja, super. Hier war der Schlüssel gewesen, ne? Scheiße. Oh, das hier ist mal woanders, der Schlüssel. Verdammt. Okay. Dann könnte ich aber eigentlich auch nochmal hier gucken. Da war er auch nicht. Ja, super. Wie soll ich denn bitte die Löwen schaffen ohne Munition? Hä? Habe ich jetzt die Taschenlampe abgeworfen? Wo ist meine Taschenlampe? Scheiße. Ah, hier. So. Ah ja, sorry, tut mir leid. Ja, komm, ruhig jetzt. Ich erledige den, der ist mir jetzt egal.
Komm schon. Nein! Der bringt mich um! Oh! Nochmal eine Taschenlampe gefunden. Ja, super. Jetzt bin ich bald tot. Wie kann ich dein Leben aufladen? Ein Rauchen oder was? Was haben wir hier? Nichts. Ich brauche Patronen für meine Waffe. Bonbon? Komm, wir rauchen mal schnell eine. Wie komme ich denn... Ja, super, wie soll ich denn an den Löwen vorbeikommen? Habe ich ja gar keine Chance. Wieso höre ich denn hier Schritte? Ich bräuchte Munition für meine Waffe. Ah, guck mal. Drei Schuss für meine Waffe gefunden. Wir könnten draußen noch mal gucken, ob ich da Munition finde. Oh, was haben wir hier? Ein Zeitungsausschnitt. Batterien für meine Taschenlampe. Okay, gehen wir nochmal schnell raus. Da war nochmal so eine Kiste zu finden gewesen, wo man aufbrechen könnte. Vielleicht finden wir da ja noch für unsere Taschenlampe, sage ich schon. Für unsere Waffe ein bisschen Munition. Boah, wir sind total verwundet, Mann. Wir müssen noch irgendwie Leben aufladen können. Ja, sehr schön. Nein, nicht schießen. Oh, du Depp. Das brauche ich doch. Oh, nee. Lass uns nochmal hier zu dem, wo dieser komische Clown oder so war. Ja, das ist doch Batterien. Tut mir leid, wenn man im Hintergrund ein bisschen in die Straßen hört, weil da sind Autos am Rumfahren. Logischerweise. Ja, super. Ja, super. Die kommen, die Löwen, und ich bin gerade tot. Da kann ich nichts machen. Was müssen wir hier noch? Wir können höchstens noch probieren, ein paar Särge aufzumachen oder so. Und vielleicht... Der Hebel aktiviert einfach die Bahn. Ah, verstehe. Das ist, damit man da überhaupt durchkommt. Hier ist nichts mehr. Da kann man wahrscheinlich einfach nur Krach machen, oder? Hier unten war ich, glaube ich, noch nicht. Glaube ich. Doch, hier unten war das Zimmer, gell? Ja. Ja, super. Okay, jetzt habe ich eine Waffe mit 4 Schuss. Ich hoffe, die wird reichen für die Löwen. Ansonsten haben wir Probleme. Da geht der Boden kaputt, wenn ich drüber laufe. Vor allem, ich bin fast am Sterben. Guck mal hier, voller Blut und so. Hier haben wir noch was. Ah, den Schlüssel, ja, logisch. Ah, ich glaube, der war vorher auch da. Ich habe nur vorhin den falschen Sarg aufgemacht. Ja. Easy. Wir können jetzt nichts anderes tun als, Nein! Och! Ja, jetzt ist sowieso toll.
Mal die Bücher angucken. Er sagt's noch, jetzt wäre eine Kippe recht. Ey, mir fehlt das halbe Gesicht. Und der halbe Bauch und so, das ist alles weg. Ah, ja. Jetzt dürfen wir erstmal wieder dem... Jetzt müssen wir dem wieder so ewig lang zugucken. Ja, was sehe ich denn da? Ein unerwarteter Besucher. Ja, das siehst du. Ich tue jetzt trotzdem nochmal eine rauchen. Nein, nicht ins Hauptmenü, so ein Quatsch. So. Irgendwie ist es schon wieder so langsam, keine Ahnung. Nein, jetzt habe ich geschossen. Oh, Leute. So ein Scheiß. Wenn es die Löwen kommen, bin ich im Arsch. Ich bin gerade am Überlegen. Oh, warte, was liegt denn hier? Ja, einfach ein paar Bonbons. Kann man die auch essen oder so? Nee. Ich muss doch irgendwie meine Leben auffüllen können. Ein Stock. Ein Messer. Verdammt. Keine Munition mehr. Warte. Oh. Hat sowieso gerade geklingelt. Ich komme gleich. So! Das dauert immer so ewig hier. Na los. Okay, jetzt kommen die Löwen. Toll. Wenn ich jetzt wieder einfach verrecke... Ey, ich hoffe, die sterben mit einem Schuss, weil sonst bin ich im Arsch. Ja, komm, mach. Toll. Scheiße. Keine Chance. Habe ich mir gedacht. Ja, super! Alter, zwei Löwen! Okay, Leute. Wir werden im nächsten Part probieren, wie wir die Löwen besiegen. Ich schaue sonst noch schnell mal im Internet oder so, weil das dauert mir sonst zu ewig hier. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ciao!